Herzlich willkommen zu einem neuen Short Review Review. Und worum geht's wieder? Tisch ist leer, das heißt, es ist Pickup-Zeit. Zu Anfang kurz nochmal ein bisschen erwähnt. Ich habe mich entschieden, oder ich habe das sicherlich auch gesehen, zum Anfang jeden Monats ein Video zu machen, wo ich dann zeige, was sozusagen im vergangenen Monat neu gekommen ist. Ich muss zugeben, es stimmt nicht ganz monatlich, weil ich eigentlich immer dann, wenn ich genug zusammengesammelt habe, dieses Video mache. Ich packe es nur immer dann zu einem Anfang des Monats und nenne es dann eben halt entsprechend des Monats. Und ja, damit auch eine Menge für euch ist, einmal im Monat soll Pickup sein. Es kann mal mehr, mal weniger sein. Erstaunlicherweise ist in letzter Zeit sehr viel mehr dabei, als ich mir immer vorstellen kann. Und es wird sicherlich noch einiges kommen. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich nicht nur in diesem Videoschnitt euch das Ganze präsentiere, sondern dass ich vielleicht nochmal hinten was ranhänge. Und deswegen bitte nicht wundern. Es wird immer wieder lustig, denke ich, weil es sammelt sich so viel an in der Sammlung von mir und meinem Bruder. Und ja, dann fange ich auch am besten gleich mal an mit etwas ganz Großem. Das hat sich mein Bruder gekauft. Es ist wieder Lego und ist das schwer. Könnt ihr es sehen? Zu Lego Jurassic World. Ich versuche mal ein Bild zu bekommen. Also es ist zu Lego Jurassic World erschienen, aber es ist Jurassic Park. Der schöne T-Rex und das klassische Tor. Und hier könnt ihr echt so ein bisschen das sehen, aber der Clou dabei ist eigentlich eher, warte mal, hier kann man unten noch die Figuren sehen. So, gar nicht so einfach zu halten. Das sind die klassischen Figuren wie Alan Grant und Ellie Sattler dabei. Wer war da noch dabei? Muss ich selbst jetzt mal gucken. Ian Malcolm natürlich, schön, wenn ihr seht, in seiner berühmten Pose mit offenem Hemd. Und das noch coolere kann man vielleicht hier sehen. Es ist noch nicht gebaut, wie ihr merkt. Das Tor ist innen hohl und besitzt verschiedene Räume, die Szenen aus Jurassic Park zeigen. Die berühmte Toilette zum Beispiel. Ich kann da jetzt nicht so gut drauf zeigen, weil es ein bisschen schwer ist und ein bisschen unhandlich. Oder auch der Computerraum von Dennis Nedry. Ich glaube, das ist der Serverraum. Die Eierfarm. Der Raum, wo Malcolm später ganz berühmt posiert und so weiter. Und dann seht ihr hier auch nochmal schön ein paar Motive aus dem Film. Ein bisschen umgesetzt eben halt aus Lego einfach. Einfach großartig. Ein schönes Set auf der T-Rex, finde ich. Ist richtig klasse getroffen. So, ist noch nicht gebaut. Wenn es gebaut wäre, würde ich euch ein Foto einblenden. Kann ich aber nicht. Aber ich hoffe, es macht Spaß, das zu sehen. Also mir auf jeden Fall ist echt das Herz aufgegangen, weil es ist so ein schöner, ikonischer Film. Und wenn man das sich so anguckt, es ist mit sehr viel Liebe gestaltet und das macht einfach Spaß. Und ja, das wird selbst ein erwachsener Junge, wie noch jünger, kann man ganz einfach so sagen. Ja, welches Thema noch? Games, muss ich zugeben, sind momentan noch nicht dabei. Ich habe diesen Monat kein neues Game. Es sind viele Kleinigkeiten dabei, also wie zum Beispiel, obwohl zum Game passt dieses, war in der Kasse von einem Supermarkt ein Hot Wheels und das ist das Batmobil, jetzt im Camouflage-Look, aber es ist das Batmobil aus den Arkham Knight-Spiel und das fand ich ganz witzig, hat 1,50 Euro gekostet, da konnte ich dann nicht Nein sagen und das passt ja auch ganz gut irgendwo mal zum Thema. Als Toysammler und ja, was hat man hier alles da, ne? So, weiter geht es dann. Heute ist wirklich alles Mögliche dabei und ich habe doch gedacht, Games habe ich nicht direkt diesmal dabei, aber Thema Game wird doch noch behandelt werden. Und es ist gar nicht so einfach, weil ich habe hier viel Spielzeug und das ist natürlich ein bisschen schwer jetzt eine Reihenfolge zu finden. Ich überlege gerade, was ziehe ich als nächstes, das ist wirklich das Ganze. Ist sehr überraschend, aber fange ich doch erstmal doch nochmal an. Ich habe noch ein paar Mangas neu. Da ist von Carlsen Twilight X Nummer 21. Ich liebe diese Serie, ist eingepackt, weil ab 16 freigegeben. Hier steht jetzt kein 16er Button, weil sie ist schon recht gewalttätig. Und hier habe ich Inovana Kakashi Band 1 und
Band 2 von Kaze. Das ist der Nachfolger von Akame ga Kill und Akame ga Kill Zero. Der Hauptautor der Serie ist noch dabei, aber jedes Mal ist es pro Serie dann ein anderer Zeichner. Die habe ich mir noch schnell gesichert, denn es ist jetzt bekannt gegeben worden, dass ab Band 3 muss die Serie zensiert werden. Es ist einfach so, dass es geht hier um ja, es ist sehr, eine sehr brutale Geschichte, denn es geht um Killer und um Krieg und Kriegsverherrlichung und das ist doch teilweise, wirklich muss man zugeben, teilweise sehr detailliert gezeigt. Und der Verlag hat sich dann entschieden, also er hatte die Wahl, die Serie zu beenden, weil es sind so wohl ein paar Szenen dabei, die sehr grenzwertig sind. Und er hat sich dann entschieden, diese Szenen komplett rauszustreichen und einige Sachen dadurch zu zensieren. Und dafür aber die Serie weiter zu veröffentlichen. Dennoch muss sie ab 18 sein. Es ist wirklich so, dass es wirklich hart an der Grenze ist. Und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, es mag angehen, dass diese beiden Bände, sind jetzt die 16er, sind die Erstauflagen, dass sie in der Zweitauflage auch nochmal nachbearbeitet werden. Also ich habe jetzt die nicht gelesen, muss ich zugeben, noch nicht, sind ja noch verschweißt. Aber deswegen habe ich sie mir gesichert und ich werde natürlich auch die deutsche Serie weiterkaufen, weil ich kann das durchaus verstehen. Man sagt, ich bin natürlich auch eigentlich ein unzensored Freund, aber ich kann die verstehen. Wenn man in der Zwickmühle ist, bevor man verboten wird, auf den Index gesetzt, vielleicht eine Klage am Hals bekommt und gibt es ja nicht viel Auswahl. Sie haben sich entschieden, die Serie fortzusetzen, das finde ich sehr lobenswert und genau das ist auch das Richtige eigentlich dann. Was noch wichtiger war, offen mit den Lesern kommuniziert darüber. Nicht einfach nur gemacht. Weil das, finde ich, ist das Schlimmste überhaupt. Man kauft eine Serie, manche Fans heutzutage haben vielleicht das schon mal online gelesen, das gibt es ja auch schon, dass es die japanischen Fans übersetzt sind, haben sich vielleicht aus England, gibt es ja auch die Mangas eben halt, die da unzensiert sind, haben die vielleicht vorab gelesen, bevor sie das Deutsche lesen und wundern sich, da fehlt doch eine Szene. Das ist jetzt nicht der Fall. Man weiß jetzt, es wird was fehlen. Vielleicht, wie gesagt, bei den Bänden, ich habe sie mir schnell noch gesichert. Auch ich wollte sie sowieso haben, aber ich habe noch ein bisschen gewartet gehabt. Falls da noch was geändert wird, wollte ich die haben. Ich denke mal, dass auch die Altersempfehlung auch bei diesen Bänden auf 18 hochgehen wird. Aber egal, ich habe sie mir jetzt geholt und ich, ja, wie gesagt, offene Kommunikation, dass man sie bearbeitet, finde ich richtig. Und ja, das muss auch sein. Also das muss wirklich sein. So, das ist jetzt Mangas als neu. So. Gehe ich jetzt zu meinem Lieblingsthema über, Transformers? Ja. Machen wir. Und wir fangen gleich an mit Rodimus Prime aus der Kingdom-Linie. Wie ihr seht, wunderbar. Tolles Artwork. Hier ist diesmal kein Fenster drin. Das heißt, die Figur muss man natürlich rausnehmen. Ich habe sie jetzt schon rausgenommen. Ich habe ein Foto davon gemacht, das blende ich jetzt hier ein. Da ich sie ja in Verpackung hinstelle, ist die Figur natürlich auch nicht zusammengebaut, logisch. Aber ich finde dieses Artwork, wie gesagt, einfach großartig. Jetzt könnt ihr auch nochmal sehen. Hat alles dabei, was ich gehört, die Matrix, Effekte, Schwert. Also es ist echt klasse und auch sehr G1-ähnlich. Ne, diese Rampe oder diese Kanone, Rampe sage ich schon, also diese Fahrzeug, diesen Trailer mit der Kanone, den gab es auch bei G1 damals. Und anders aber als G1 ist, G1 hatte wirklich nur so einen Trailerwagen und einen Anhänger. Hier ist es wirklich noch Hot Rod einzeln, also den Wagen kann man auch einzeln spielen und der Trailer wird sozusagen daran geklemmt. Das war damals bei der G1 Runners Prime Figur nicht so. Aber es sieht einfach klasse aus. Auch, dass man hier Raucheffekte jetzt so hat von an den Schornsteinen, sieht auch klasse aus. Also, wow. Wirklich spaßig und das, ja. Dann können wir es darauf legen. Wird man wahrscheinlich nicht mehr komplett sehen dann, aber ist da oben. So. Womit mache ich weiter? Es gab so ein paar Kleinanzeigen-Deals und ich glaube, bleibt bei Transformers, aber ich wechsle so ein bisschen. Gehen wir jetzt zu G1 über. Es ist ein Upgrade
ich hatte euch ja mein Dilemma von Astro Train gezeigt. Ich habe den nochmal bestellt, jetzt habe ich einen besseren bekommen, der wesentlich ist. Ich habe ihn mir gleich zweimal bestellt, denn dann konnte man ihn so versenden und wie ihr seht, der ist eingedellt. Also in dem Sinne musste ich mehrere kaufen, um ihn zu haben. Das ist das Reissue von Walmart. Aber irgendwie ist es ganz schwer, einen Haie zu finden. Warum auch immer. Das nächste Walmart Reissue, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist jetzt auch einer aus meiner Sammlung. Das war Tailgate. Den habe ich mir damals schon zugelegt. Ich habe es in einem anderen Pickup-Video bereits gezeigt. Aber, also dieses Pickup-Video, beziehungsweise ich habe es in einem Pickup-Video und ich habe ein eigenes Video gemacht über Tailgate. Das ist jetzt hier verlinkt. Und da zeige ich noch zwei andere Versionen seiner Figur. Diese Figuren habe ich mir inzwischen zugelegt. So, und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar habe ich hier einmal den Generations Tailgate. Cool mit dem IDV Comic Artwork vom IDV Verlag, die auch die Comics zeichnen. Er kommt jetzt hier mit so einer Art Micromaster, so einem kleinen Roboter. Wie ihr seht, echt klasse. Ja, und während ich das Video aufnehme, ich musste schon zigmal pausieren, weil bei mir vor der Tür die Landschaftsgartenarbeiter tätig sind, denn mit dem Mähdrescher, jetzt zur Zeit hört ihr, ich glaube, den Laubpuster oder den Laubschneider. Tut mir leid für diese Störung. Ich habe schon ein bisschen reingeschnitten oder ein bisschen geschnitten, manche Szenen, wo ich dann drüber geredet habe. Oder ich musste wiederholen, weil die eben halt die Maschinen reingeredet haben hier in meine Dialoge. Macht nicht Spaß. So, ich versuche jetzt einfach mal, wie gesagt, Tailgate, wunderbar. Ist ähnlich dem Original. Von der Zeichnung her natürlich noch detaillierter, aber der sieht wirklich gut aus. Zu dem G1. Kann man den hier hinstellen. So. Aber ich habe mir noch einen zweiten Tailgate gekauft. Und zwar kam kurz danach, was heißt kurz danach, das muss so 2017 und 2020, ist dieser Tailgate erschienen. Das ist der aus der Power of the Primes Reihe. Und der sieht noch besser aus. Der sieht wesentlich detaillierter aus, auch vom Gesicht her. Und der gefällt mir auch wesentlich besser. Also echt großartig. Mal sehen. Ähnlich wie der Seaspray, den ich euch gezeigt habe. Auch eine Seaspray ist ja eine meiner Lieblingsfiguren. Und der, da ich ihn hatte, dachte ich mir, und es ergab sich bei eBay Kleinanzeigen so ein paar Schnäppchen zu machen. Ich habe, glaube ich, jeweils 10 Euro bezahlt für die Figuren. Mit dem kam noch ein zweiter. Ich versuche mal sehen, wenn man das schon hinstellt. Gar nicht so einfach, man hat viel zu wenig Platz. Dahin ist der Tisch wird wieder voll, das kann ich euch gleich sagen. Bestimmt auch mit viel Transformers. Und naja, und zu dem Tailgate habe ich mir noch Swerve gekauft. Auch eine G1-Charakterfigur, ähnliches Format wie jetzt der Tailgate von den Generations, ist ja auch das. Ihr seht ein IDV-Comic. Ja, Artwork, wunderschön, mit einem Micromaster Flanker und auch was ich jetzt eben nicht gezeigt habe, auch über Tailgate, das sind so ein bisschen Textbacks, das macht es so ein bisschen kultig, das ist ja ähnlich wie hier bei früher bei den klassischen G1s mit den ganzen Angaben über Stärke, Geschwindigkeit und so, das macht es natürlich auch ein bisschen klassischer. Deswegen passt Generations da ganz gut, ich mag auch dieses Artwork, das ist einfach schick, so. Wie gesagt, ich muss wohl alles zustellen, anders geht es nicht. Ich habe von einigen gleichen Händlern, es ist also sehr viele Kleinanzeigen, die jetzt eben halt gewesen, sehr viele kleine Sachen. Und deswegen mache ich gleich das nächste aus der Reihe dabei. Das ist so meine erste Super 7 Figur von Transformers. Sie erinnert so ein bisschen an die Action Master. Im Endeffekt nur eine reine Figur zum Hinstellen. Hat eine Waffe dabei, das heißt, man kann sie so ein bisschen positionieren, aber ich muss zugeben, ich mag nicht wirklich diese Figur, die gefällt mir nicht ganz so. Das Gesicht ist so, naja, aber das Artwork ist doch Hammer. Das Artwork ist einfach Hammer. Also, da kann ich echt sagen, wow. Und ähnlich gehe ich einfach mal weiter. Es hat sich ergeben, dass ich ein paar Heroes of Cybertron finden konnte. Heroes of Cybertron sind ähnlich wie diese Super 7. Es sind
Figuren zum Hinstellen. Das ist in Japan, ich zeige die gleich nochmal detaillierter. In Japan kamen die zuerst raus in kleinen Sammelboxen. Das heißt, man kaufte eine Box und wusste nicht, welche Figur aus der Linie oder aus der Serie man bekam. Und in Amerika hat man eben halt das ein bisschen anders gemacht. Da hat man dann speziell gleich sich für gewisse Charaktere entschieden und sie dann in dieser Art veröffentlicht. Dadurch sind natürlich auch nicht alle Charaktere in Amerika veröffentlicht worden. Ich suche auch noch, habe auch einige japanische. Ich werde wohl auch mal ein bisheriges Sammlungsvideo von meiner Heroes of Cybertron Collection zusammenstellen. Aber hier hat man jetzt Starscream. Ich finde, der ist wunderbar getroffen. Kommt immer mit so einer Karte. Und hier könnt ihr sehen, auch auf der Rückseite, das klassische G1 Artwork. Und hier einige weitere Charaktere, die es gibt. Also wunderbar. Die Figur gefällt mir echt sehr gut. Und aus der gleichen Reihe, beziehungsweise gleich ist nicht ganz gesagt, es gibt da ja verschiedene Serien. Ein Paramedic, Paradron-Medic, das ist im Endeffekt eine grüne RC-Figur. Das Gesicht ist jetzt, wenn ihr das so seht, nicht ganz so hübsch, aber es ist halt eine Figur. Und hinten ist ein etwas anderes Artwork und ihr seht aber noch ein paar andere Figuren, die es gibt. Ich habe eine ganze Reihe, wie gesagt, einerseits aus den Sammelfiguren von damals in durchsichtig, also Clear Edition, es gibt die da teilweise farblich, es gibt die durchsichtig, es gibt auch Silberfiguren und so weiter, aber es ist ein anderes Thema für ein anderes Video, weil hier sollen die Pickups gezeigt werden. Ich habe noch eine weitere Figur von Heroes of Cybertron, ein absoluter Kultcharakter, Omega Supreme. Gesicht ist, naja, gewöhnungsbedürftig. Ihr seht ja auch, es gibt viel mehr und in der Mitte könnt ihr sehen, da ist Metroplex. Metroplex gibt es auch als Figur. Man muss dazu aber, wie viel waren das? 6 Stück kaufen. Und hier könnt ihr sehen, da ist ein Teil von Metroplex hinter. So, ich möchte die Figur nicht aufmachen, das bringt mir auch nichts. Ich habe bisher nur Omega Supreme. Ich müsste mir jetzt hier Devastator, Ratchet, den Starscream mit Krone aus dem G1-Movie besorgen. Megatron with Laserbeak, den habe ich, aber aus der Sammelserie sogar. Und Optimus Prime with Communicator. Und wenn nicht, dann könnte ich mir Metroplex zusammenbauen. Wunderbar. Einfach klasse. Sieht toll aus. Naja, Gesicht ist ein bisschen wie so ein Schlumpf. Aber Omega Supreme ist einfach ein kultiger Charakter und ich liebe G1. Warum nicht etwas Artverwandtes sich holen? So, das nächste. Noch mal mit der G1. Als ich die bestellt habe, gab es noch so einen kleinen Bonus dazu. Ich überlege gerade, ob die dabei waren oder dabei. Bin ich ein bisschen durch. Ne, die waren bei. Ich habe den Super 7 zusammen mit dem Starscream geholt und dann waren da so drei Sammeltütchen. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Da ist eine kleine Mini-Megatron-Figur drin. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen, aber ich finde das einfach schön und rein vom Artwork reicht mir das. Es gibt 6 Stück. 3 Autobots noch, Prime, Bumblebee. Ja, und irgendeinen anderen, den ich jetzt vergessen habe. Hier Starscream. Und ich habe Soundwave, mein Lieblings. Mein Liebling eigentlich auch. Oder meine Favorites. Ja, das ist schon mal das. Und was habe ich als nächstes? Ich habe so viel, dann überlege ich mal, was mache ich jetzt? Ich habe noch ein bisschen was. Und ja, mit Transformers. Soll ich noch weiteres Highlight zeigen? Ja, mache ich auf jeden Fall. Das hat sich auch ergeben. Ich habe noch mal Metroplex. In der Encore Edition, die ist jetzt auch von 2000 herum, da ist sie erschienen. 2000 ist, glaube ich, jetzt bin ich jetzt ein bisschen falsch. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken, ob ich hier ein Datum finde. Aber die ist auch schon 15 Jahre fast alt. Was haben wir denn hier ein Datum? Wird gar nicht so einfach. Das heißt auf Japanisch. Ne, Datum sehe ich jetzt nicht, aber es ist auch schon über fast 15 Jahre alt, die Figur. Die Encore Edition war eine Wiederauflage in Japan, wo man sie 1:1 eben halt schön umgesetzt hat. Ihr könnt sehen, altes Artwork.
Es fehlen die Textbacks, das war nicht dabei. Die waren in Japan aber auch nie vertreten. Die Textbacks waren eher in der Innenseite auf dem Innenkarton. Auf jeden Fall eine sehr schöne Figur. Ich habe die auch noch als Original. Und ja, ich war sehr erstaunt. Also, das ist eine gebrauchte Figur. Die stand in einer Vitrine, ist absolut vollständig. Und wurde in der Vitrine eben halt ja, gut versorgt. Und ja, der Karton ist top. Kommt noch eine schöne Hülle von Manuel hinzu. Über die Hüllen, wie wichtig Sammlerhüllen bei solchen Schätzen ist, gibt es hier ein Video. Schaut mal rein, da werde ich auch einige meiner Sammlungshighlights von meiner Transformers-Sammlung in solche schönen Sammelschutzhüllen verpacken. Guter Tipp, schaut euch das an. Dieser Karton ist ein bisschen unterschiedlich zu dem, wie er im Original erschienen ist. Die Größe ist ungefähr gleich, auch in Japan, die europäische war ein Tick größer und die Figur war im Original in Styropor. Jetzt ist das so ein, ja, so ein Plastik-Bubble-Case, also im Endeffekt sowas, wie es hier jetzt auch ist. Da ist die Figur drin. Und ich musste feststellen, es gibt einige Unterschiede zu meiner klassischen Figur, die ich von 1986 habe. Es ist hier drauf auf den Fotos gar nicht zu sehen. Und ich blende auch mal gleich ein Foto ein. Aber mir ist erstmal aufgefallen, diese Figur, die ist ja, was kann man ausgerechnet sagen, 20, sag mal 15 Jahre, über 15 Jahre später ist die der Original erschienen. Und da musste ich schon feststellen, diese Figur ist wesentlich leichter. Meine ist richtig schwer. Als ob das schweres Metall verwendet wurde. Dazu, was mir aufgefallen ist, das sieht man hier auf dem Bild auch, das ist das Original, das ist nicht verabgeändert worden. Die Beine sind aus Silber und aus wie Chrom. Also kein echtes Chrom, aber so Chrom verziert. Man kann es, ich gucke gerade hier vielleicht oben auf Foto ganz gut sehen. Das ist bei dieser Figur auch der Fall, aber nicht bei meiner von 1986. Bei meiner von 1986, die sind weiß und haben so, ja, so einen leichten Chromaufkleber an einer Stelle. Also es ist richtig unterschiedlich. Ich kann das hier ganz kurz einblenden. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein eigenes Video dazu machen, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Nur ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, mein Metroplex, als ich die Sammlung kontrolliert habe, wunderbar gut verpackt wieder, damit er eine neue 15 Jahre hält. Und ich muss ja jetzt wieder hin herausgraben. Deswegen, das dauert noch ein bisschen und aufgrund dessen wird auch das Video noch ein bisschen dauern. Aber es hat Zeit. Ihr seht ja jetzt dieses Video mit diesen wunderbaren Pickups und dann haben wir ja noch genug zu erzählen, zu zeigen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier hinstellen soll. Ich mache es mal hochkant. Mach ich nicht. Hochkant ist doof. Ein bisschen freiräumen, das macht das ja auch ein bisschen dynamisch. Und hier oben mal das Auto hinlegen. Und weiter geht's mit weiteren Sachen. Es lichtet sich langsam, es sind noch ein paar Sachen, nicht mehr viel. So, dann gehen wir mal. Wir haben, ja, ach, jetzt habe ich sie in der Hand. Ich habe ein paar neue Battle Beasts. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, hier in dem Sinne keine Figur kaufen, die unkomplett war. Aber ich habe ab und zu, wenn ich so sehe, so kaufe ich die Waffen auf. Die Waffen sind seltener zu finden als die Figuren. Und eigentlich wollte ich immer nur, wenn, vollständige Figuren kaufen, weil im Endeffekt ist es so, ja, vollständig sind die billiger im Endeffekt als einzeln plus Waffe. Das ist meistens, also wenn man rückwirkend die Waffe versucht zu finden, ist es schwerer. Umgekehrt ist es leichter. Wenn man erst eine Waffe hat und dann die Figur, findet sich leichter. So war es eben halt auch bei dieser Figur. Diese wunderbare Waffe hatte ich bereits schon mal in einem anderen Lot mit aufgekauft. Und dann musste ich diesen Furious Tiger, glaube ich, heißt er, kaufen. Ich finde ihn richtig, richtig toll. Na, könnt ihr sehen. Also echt eine klasse Figur. Na, ich bin im Weg. Komm, stell mich zur Seite, dann gehört die Figur ganz der Kamera. So, wunderbare Figur, sieht wunderschön aus. Wird auch nochmal eins im Video geben. Aber in dem Lot habe ich dann noch weitere Battle Beasts gekauft. Unter anderem diese coole Fledermaus mit dem Haken. Sieht einfach klasse aus. Sind natürlich auch sind im Gebrauchszustand, aber heil hier diesen schönen Vogel und diesen Sly Fox, glaube ich, heißt der. Ihr seht, der nutzt sich ab. Weiß ist keine gute Farbe damals gewesen. Die brackelt schnell, das ist sehr seltsam. Ich habe den noch mal
zufällig in einem anderen Bundle, das noch nicht angekommen ist, mir gekauft. Also wird sich zeigen. Leider muss man auch sagen, die schönen Rubbel-Logos, wenn die mal gewaschen wurden, dann kann es sein, dass die oder was heißt gewaschen? Meistens sind es so Gummifiguren, wenn die gespielt werden, dann wird kurz dreckig. Man denkt, man kann sie unter Wasser anhalten, was auch völlig legitim ist. Entweder weichen dadurch natürlich diese, natürlich, das Wort möchte ich gerne benutzen, aber ich sag's trotzdem, weichen leider auch die Rubbel-Logos auf und ab. Und wenn sie Wasser ziehen, sind sie leider auch nicht mehr so gut. Man kann also nicht unbedingt sehen mehr, welche Fähigkeit der jeweilige Charakter hatte, ob Holz, Wasser oder Feuer. Aber andererseits, ich habe ein paar neue Battlebeasts in meiner Sammlung. Eine weitere vollständige und drei, die ich noch nicht hatte. Und Waffen, ja, kommen noch dazu. Wird sich zeigen. So, dann gibt es noch zwei weitere lose Figuren, die ich mir gekauft habe. Einem Lot, super günstig. Hat einer eigentlich noch ein paar mehr gehabt, die waren aber auch schon weg. Und ich habe dann für ein Apple und ein Ei, also inklusive Versand, echt ein Zehner, zwei G1-Figuren, beziehungsweise eine G1, eine G2, einmal Dragstrip und einmal einen von den Ultramaster. Die sind, ja, der hat so eine Leuchtfunktion, das zeigt, das erkläre ich gleich nochmal. Dragstrip ist ein Rennwagen, eigentlich gehört zu den Thundercars, der ist jetzt ein bisschen ausgeleiert und bespielt, auch nicht vollständig, es ist wirklich rein die Figur. So, man sieht das so aus, der Rennwagen. Aber als Rennwagen finde ich es immer noch toll und so soll auch in meiner Sammlung sein, denn ich fand bei Figuren, die mir gefallen, einmal ihn als ja, Rennwagen sozusagen zu haben und einmal als Roboter, ich habe ihn noch in eigener Version, die ich mir selbst gekauft habe, fand ich das doch wesentlich angenehmer. Und dieser Oldtimer, der hat so eine Funktion, dass er auch leuchten kann und trägt auch so ein Schwert, ja, aus wie klar, also durchsichtiges Schwert. Das war jetzt nicht dabei. Die Figur ist aber sonst heil und ich kann sie ja mal verwandeln. Jetzt habe ich das. Ich versuche das. Ich habe ihn auch erst einmal hier in meinem Leben verwandelt. Räder drehen. Sehen sich das natürlich richtig, das ist falsch rum. Hochknicken, rein. Ich finde, als Oldtimer sehen die richtig klasse aus. Es ist auch schon so, dass die Beine so getrennt sind. Man hat sich echt Mühe gegeben. Schon zu der G2-Reihe. Na, die Beine sind ein bisschen beweglich, wie so ein kleines Gummi dazwischen. Also man hat, glaube ich, so ein bisschen experimentiert. Dass man so eine leichte Federung hat, um die Beine anzuwinkeln. Nicht schlecht. Da ist ein schöner Hot Rod entstanden. Hier ist ein kleiner Knopf, hier vorne auf der Motor, und dann würde es leuchten. Und hier unten ist Elektronik mit zwei ganz normalen Batterien, wie so Urbatterien. Haken dabei ist leider, diese Schraube ist so festgezogen, dass man sie kaum abkriegt, um die Batterien auszutauschen. Und meistens sind die ausgelaufen. Ich habe eine andere Figur, die Schraube ist mir abgenudelt. Ich habe es nicht aufgekriegt. Ich müsste jetzt aufbohren. Und das finde ich doch sehr schade, wenn die so Batterien ausbauen, dass man dann eine Schraube so festzieht, dass man sie nicht mehr austauschen kann. Das finde ich sehr, sehr traurig. Aber es ist eine nette Figur, super zum Hinstellen. So, weiter geht's. Mit einem Buch. Ich habe ein weiteres Transformers-Buch von Lady Bird. Ein englisches, ja, Jugendbuch. Schöne Bilder drin, warum habe ich mir gekauft? Es ist jetzt eine kleine Geschichte geschrieben. Die Bilder, ja, man kann es sehen, hier besonders hinten, nach den Actionfiguren gemalt. Aber ja, als Transformers-Fan, das ist mein zweites Buch dieser Reihe. Wie gesagt, es gab, glaube ich, 15 Stück. Das ist jetzt auch in einem gebrauchten Zustand. Man merkt, dass der locker ist. Es ist halt gelesen worden von einem Kind. Alles super. So. Einen Film habe ich auch noch, Transformers The Movie. Das ist jetzt die 30th Anniversary Edition. Dies Jahr feiert der Film sein 35. Jubiläum. Dieser Film von 1986 ist mittlerweile auch in ja, 4K erschienen. Also richtig hochauflösend, obwohl
Ja, ob das einen so großen Unterschied zu dieser Blu-ray-Fassung gibt, weiß ich nicht. Ich habe nicht verglichen, aber die ist schon sehr, sehr klasse. Das ist die englische Fassung. Ich habe mich jetzt 17 Euro gekostet. Wie gesagt, die 30th Anniversary Edition. Hat auch eine Menge Specials dabei. Storyboards, Trailer, Audiokommentar, so eine kleine Dokumentation. Wunderbar, das kommt da so ein Pappschuber. Darunter ist dann eben halt auch die ganz normale DVD. Es gibt ein Wendecover. Ich versuche es mal kurz vorsichtig, nehme ich den Film mal raus. Und das Wendecover ist so ein alternatives Motiv vom Movie. Der Film kommt einmal, was haben wir denn hier, einmal in der Widescreen-Fassung und in der Full-Frame, also 4:3-Fassung. Und ja, Widescreen ist ja original gewesen, 4:3 ist sozusagen die TV-Fassung. Irgendwie fällt sich das aus, ob die nicht richtig drin hängt, aber egal. Ich musste den auch immer noch mal in dieser Fassung haben, ich habe ihn bisher nur auf DVD gehabt. Warum aus England? Ja, also in Deutschland gibt es den Film auch, natürlich nicht in Blu-ray-Qualität bisher. Es kann sein natürlich, dass er immer noch kommt. Problem ist oftmals, es gibt den Film in Deutsch in 2 Synchros. Einmal in einer wunderbaren, gelungenen RTL-Synchro. Da ist er zum ersten Mal gezeigt worden, da habe ich ihn auch das erste Mal gesehen. Da waren gute Sprecher und es waren auch sehr, es wirkte lebendiger. Und dann gibt es eine schlechte Synchro, die ist leider auch auf den DVDs in Deutsch drauf. Die ist Durchschnitt. So, man hofft natürlich, dass irgendwann beides kombiniert wird. Die RTL-Synchro plus ein besseres Bild. Es ist aber trotzdem die Stufe. Für mich selbst spielt Deutsch in dem Fall keine Rolle, weil ich bin mit dem Englischen aufgewachsen. Als ich klein war, habe ich die englische Serie geguckt. Ich bin mit den Originalsprechern aufgewachsen. Und auch wenn es Englisch ist, ich kann Englisch, das ist für mich auch kein Problem. Aber ich brauche die Stimme von Peter Coolen und Frank Welker als Primal Megatron. Ohne die geht für mich Transformers nicht. Ist einfach so. Eine Anmerkung möchte ich noch machen, die ich jetzt eben vergessen habe. Als ich diese Figur gekauft habe, und beziehungsweise die beiden Autos von Transformers, die waren die G2-Fahrzeuge, ja, kam die als Büwer. Nichts einzuwenden, Büwer, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Battle Beasts habe ich 14 Tage gewartet. Das ist mittlerweile mein Büwer-Rekord. 14 Tage zwischen Abschicken, wirklich Abschicken. Also ich habe den Stempel und den Beleg, dass es abgeschickt wurde. Bis zu meinem Erreichen. Das kam relativ schnell, nach 3 Tagen war es da, so wie es sich gehört. Aber ich wollte es nur mal zeigen, das kam in so einem Papierumschlag. Es ist diesen Heil gewesen, aber ihr kennt das. So ein Papierumschlag, eine Plastikfigur, die waren jetzt beide so als Auto transformiert, ging so durch, aber da braucht nur mal einer falsch werfen, fallen lassen. Irgendwas wäre abgebrochen. Ich habe Glück, es ist nichts abgebrochen, wo ich nicht weiß, ob hier unten eine Klappe gehört. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube nicht. Vorher jetzt bei den Batterien, aber das spielt jetzt auch keine große Rolle. Ich habe die jetzt, aber ich wollte nur mal erwähnen, bitte, wenn ihr was versendet als Büwer, kein Problem, passt es doch bitte an. Das ist keine Versand. Egal, ob ihr das günstig verkauft oder teuer, ihr möchtet ja weniger Ärger haben. Das reißt nicht schnell ein. Und die Figuren nehmen Schaden. Klar können sie auch Schaden nehmen in einem Luftpolsterumschlag. Aber die Chance, dass er in einem Luftpolsterumschlag ja, wieder noch besser ankommt, ja, ist ja, größer. Kann ich ganz einfach sagen. Und in dem Fall möchte ich gleich anmerken, ich habe hier noch etwas, was ich auspacken werde. Das ist jetzt ein Comic. Kann ich schon mal so teasern. Von Transformers, was mir noch in der Sammlung fehlt. Und da, das ist jetzt ganz normal fürs Bild zugeschickt worden. Ich zeige es jetzt nicht die andere Seite wegen den Adressen. Kann man ganz kurz so. Ist eben halt ganz normal mit 1,50. Der Betreffende wollte mir dieses Comic als Büwer schicken. Ich habe gesagt, komm, das bringt überhaupt nichts. Büwer kostet 1,90 Euro Minimum. Und als 1,55 Euro könnt ihr, ist das wesentlich besser, weil Büwer wird. Geht die Kosten langsam um. Wir alle haben bestimmt unsere Bücher-Erfahrung gemacht. Mittlerweile Bücher-Warnsendung, also ist das ja, früher war es getrennt, jetzt ist es eins. Und sagt dem Verkäufer das bitte auch. Und ich habe auch versucht, immer wieder, wenn ich ja was kaufe, auch wenn so mit Boxen ist, bitte gut verpacken, wenn ihr die Boxen habt. Oder auch bei den Karten sagen, die Karte ist mir wichtig, bitte nicht knicken. Zur Sicherheit. Sowas wird auch schnell in den Bücher gepackt und dann knickt dieser Teil schnell ein.
dann lieber offen kommunizieren und auch manchmal dann zu sagen, okay, ich möchte dann lieber ein Päckchen machen. Ist mir sicher. Naja, und wie gesagt, das habe ich jetzt auch gesagt, da wollten wir jetzt Büber, einmal, das heißt, weiß ich, welche Erfahrung mit dem Büber, wie lange es dauern kann. Aber wo es nicht Not tut und 1,55 komplett reicht, weil das auch besser versendet wird. Bei 1,55 geht die Post sorgfältiger mit solchen Dingen um, als wenn es das Büfer gewesen wäre. Deswegen gebe ich euch den Tipp, setzt euch selbst damit auseinander, wenn ihr was kauft, auch bei Kleinanzeigen oder bei eBay geht es nicht ganz, aber bei eBay Kleinanzeigen eher. Macht euch auch Gedanken über den Versand und redet etwas gegen, wenn der entsprechende Partner ja, nicht reagiert. Also, das packe ich jetzt entsprechend aus. Muss das neu drehen, ich habe erst die Sachen in die Kamera gehalten. Ich weiß nicht, wie der Zustand ist. Oh, es kommt in eine Folie, wunderbar. Der hat sich Mühe gegeben, noch zusätzlich. Ihr habt schon gesehen. Ein Transformers-Comic. Transformers Nummer 23 von dieser Reihe. Es gibt nur 23 von den normalen Comics, ein paar Sonderhefte, die ja eigentlich im Endeffekt die Reihe normal beinhalteten, also die Wiederauflage. Davon habe ich euch auch schon mal in einem Pickup 1 gezeigt. Und vier Taschenbücher. Von den vier Taschenbüchern fehlt mir nur Nummer 4. Und von denen jetzt zwei Ausgaben noch. Wenn ihr es wissen wollt, seltsamerweise Nummer 11 und Nummer 22. Irgendwie passend. Ja, hier hinten schönes. Ja, schöne Werbung mit einem G2-Charakter. Wie ihr seht, Comic, schön gezeichnet. Ich muss jetzt gucken, die Comics, die veröffentlicht wurden, in dieser Reihe war ein Gemisch aus den britischen und den amerikanischen Marvel-Comics. Das ist leider nicht wirklich genannt. Ich sehe jetzt hier so einen Zigarettenkaffee-Kakao-Fleck. Leider. Es ist aber vollständig. Müsste ich noch mal ein bisschen sauber wischen. Hier ist auch Dreck drin. Ja, ist ein bisschen schade. Aber es sieht sehr gut aus, sonst ist es vollständig. Auch witzig. Zeichnung drin, wie wir hier ihre Transformers sehen. Echt klasse. Gut, es ist gebraucht, das wusste ich ja. Aber dadurch eins weniger. Und kündigen Sie noch ein weiteres an? Nee, kündigen Sie nicht. Hier steht einfach Ende. So, das kommt jetzt hier. Ich habe jetzt noch zwei Sachen momentan hier liegen. Einmal ein, jetzt komme ich noch mal einmal kurz zum Thema Games. Hat nichts mit Transformers zu tun. Und das nächste weiß ich gar nicht mehr, ob es mit Transformers zu tun hat, denn ich habe vergessen, was es ist. Egal, kriegen wir alles hin. Ich habe mir bestellt die Return. Das ist ein Retro-Game-Magazin, was sich mit älteren Spielen befasst. Und wenn man es bestellt, kommt es mit so einem kleinen Poster. Hier vom klassischen Galaga-Automaten. Und die ist wunderbar farbig. Warte mal, es geht um Resident Evil. Also, Hauptthema werde ich euch natürlich auch einmal kurz Seite zeigen davon, so aufgeschlagen. Sehr gut. Schön, wunderbar, farbig gemacht. Also qualitativ großartig, muss ich sagen. Ich habe es mir eigentlich. Ich bin auch ein großer Resident Evil Fan. Ich weiß auch eine ganze Menge eigentlich. Dadurch konnten die mir nicht viel Neues sagen, aber irgendwie möchte ich das auch mal unterstützen, gerade wenn ein Thema drin ist, was mich interessiert und ich einfach mal neugierig bin, was die dazu sagen. Und dazu werde ich auch gleich nochmal meinen Kommentar loswerden. Aber ich liebe dieses Artwork. Das ist wirklich sehr gelungen. Der Artikel da drin ist informativ für jemanden, der es nicht weiß. Ich finde ein bisschen schade, dass man merkt, dass der Autor oder das Gefühl hat, der Autor hat das Spiel erst in der Neuzeit gespielt. Also nicht damals mit erlebt, sondern später gespielt. Denn er kritisiert auch ein bisschen das Spiel in Design-Hinsicht. Wie zum Beispiel, dass man in diesem klassischen eben halt, wenn man verschiedene Bereiche betritt, immer durch Türen muss und dann kriegt man jedes Mal eine Türanimation. Ihn hindert das im Flow, also im weiteren Verlauf des Spiels, weil es bremst ihn ab. Das ist nachvollziehbar, denn heute ist sowas nicht mehr modern, dieses Stops. Damals war es technisch nicht anders möglich, weil das Spiel eben halt immer entsprechend nachladen musste.
Es war halt eine andere Zeit. Die PlayStation 1 Technik und die 3D Technik und all diese Programmiersachen. Wir lernen, haben ja daraus gelernt. Das ist wie jede Lebenserfahrung. Man lernt aus den vergangenen Taten. Jeder auf der Arbeit, der verbessert sich auch mit der Zeit. Am Anfang ist man langsamer, später ist man wirklich akkurat, man ist im Trott, in der Routine drin und ähnliches ist ja auch bei solchen Spielen. Spielentwicklung, die wird, man lernt durch die Erfahrung, durch die verschiedenen, ja, die Techniken immer besser kennen. Und wie auch immer, das ist ein anderes Thema, nur der kritisiert diese Türanimation, dass sie das bremst und so weiter. Aber das, die sind kultig, natürlich, das sagt er auch, dass es zu Kult gehört. Nur so eine Kritik passt irgendwie nicht ganz, denn man muss schon die Technik auch einhalten und man muss auch die damalige Zeit sehen. Dich hat das nicht gebremst. Es hat Spannung erzeugt damals. Also es hat wirklich, du hast Gefühle, was ist im nächsten Raum? Was passiert da? Und wir sind heute in einer Zeit, die sehr viel schnelllebiger ist. Wenn das nicht ganz schnell geht und flüssig, dynamisch, also am besten kein Nachladen mehr. Wir haben die neue PlayStation 5, wo man innerhalb von Millisekunden fast schon, in ein, zwei Sekunden ist ein Spiel geladen, egal welches. Das ist Wahnsinn. Nimm an Resident Evil Village, CD drin, ich starte das, 5 Sekunden später bin ich im Titelscreen. Ich starte das, bupp, entweder 5 Sekunden später, nicht mal 5 Sekunden, das ist 5 Sekunden schon viel zu viel. 1-2 Sekunden und ich bin sofort im Spiel. Also Wahnsinn. Das war damals natürlich nicht der Fall. Und das wird so ein bisschen kritisch. Und ja, finde ich ein bisschen schade. Auch die Panzersteuerung. Es ist halt mal an ausprobieren. Klar, sie ist nicht optimal. Also wenn ihr den Klassiker Resident Evil 1 von der PlayStation spielen wollt, kann ich euch auf jeden Fall die 3DS-Version Dead by Silence empfehlen. Sie ist steuerungstechnisch ein bisschen angepasster. Dadurch, dass ihr die auf Handheld, den DS spielt, ist ja eine gewisse Panzersteuerung auch da, aber ihr habt auch schon ein paar Erleichterungen drin. Ihr könnt zum Beispiel das Messer über die Schultertaste ständig benutzen, ähnlich wie in Resident Evil 4. Das war damals noch nicht der Fall, da musstet ihr das Messer extra auswählen und so weiter. Also es sind ein paar Verbesserungen, deswegen das ist echt heute sehr gut spielbar und es ist gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, ich hatte diesen Eindruck, dass der Autor ja sich an diese Sachen störte und man merkt, dass er nicht damit aufgewachsen ist, dass es einfach von modernen Spielen her zurückgegangen ist. Naja, und Code Veronica hat er leider nicht erwähnt, dass die Code Veronica X Version ein bisschen erweitert ist. Ja, aber ich kann euch deshalb trotzdem empfehlen. Sehr, sehr viele schöne Artikel. Echt, echt klasse. Und sehr viele Fotos. Schön in Vollfarbe und hochqualitativ. Also echt ein Tipp. Auf der Return-Seite von dem Magazin, also das Return-Magazin, könnt ihr das bestellen. Es kostet, wenn ihr in Deutschland wohnt, eigentlich nur der Coverpreis. Der Versand ist dann mit drin. Das hat mich 7,50 Euro gekostet, inklusive Versand. Das steht drauf, wenn ihr im Kiosk seid, wo es das auch gibt, zahlt ihr auch nur 7,50 Euro. Als letztes in diesem Videoteil, es kann sein, dass noch was anhänge, aber ich glaube nicht, es ist schon sehr, sehr lang, was ich so hier präsentiert habe. Und ihr seht einen vollen Tisch. Also jedes Mal endet es mit einem vollen Tisch. Eine Sache habe ich noch, wo ich selbst, wie gesagt, sagte, ich weiß nicht, was drin ist. Es kam heute mit der Post. Es ist leicht, es ist, ich gucke nochmal, wirklich an mich adressiert. Und momentan weiß ich nicht, weil ich eigentlich dachte, ich habe alles offen. Also, machen wir auf. Aufschneiden. Nachgucken. Bin ich, wie gesagt. Ach! Jetzt weiß ich es auch wieder. Genau, Transformers. Aber ich habe die Anzeige. Ich habe nochmal bei Kleinanzeigen mal meine Nachrichten geguckt. Habe ich nicht gefunden. Aber, ja. Das war. Insgesamt habe ich 10 Euro bezahlt für 2 kleine Mini-Transformer. Und zwar für 2 Power of the Primes Minifiguren. Das sind so, ja, im Endeffekt Mini-Pretender, wo sich die Minifigur, die man den Pretender packt, in eine Waffe verwandeln kann. Den wir vielleicht gut sehen. Und eigentlich habe ich habe jetzt, ich glaube, 10 Euro für beide bezahlt, inklusive Versand. 4 Euro das Stück wollte man haben für die Figuren. Und wie gesagt, das ist. Und die sind eben halt nach klassischen Pretendern. Das ist einmal nach Blood Gidon. Der ist farblich, muss ich jetzt gucken, ob die sind auf jeden Fall sehr ähnlich.
nach Blatgedern und hier nach Landmine eben halt designt und das fand ich einfach klasse und ja, für 4 Euro sage ich nicht nein. Einfach klasse und das sind so die hatten diese Energon, so eine Energon-Sachen bei Power of the Primes. Ist eine Linie noch bevor die Kingdom kam und so weiter, wo man noch ein bisschen experimentiert hat, aber eben halt wieder klassisch im Z1-Stil war. Und diese Pretenders können sich jetzt, ich kann das unten sehen, das ist so eine Art Waffe. Die sind genauso steif wie die Pretender-Figuren, aber ja gut, man kann jetzt die Arme bewegen. Aber sie sind als Ergänzung gedacht. Das heißt, man kann sie als Waffe benutzen und als Accessoire für die normalen Figuren aus der Reihe. So, stelle ich hier drauf. Das war ein voller Tisch. Ich mache nochmal Fotos. Aber im Endeffekt, das war's. Und deswegen danke ich euch fürs lange Zuschauen. Das hat wieder Spaß gemacht, euch das alles zu zeigen. Auch wenn ich mehrfach unterbrechen musste. Und ja, immer wenn ich gemerkt habe, dass draußen die Landschaftsgärtner aktiv waren. Deswegen beende ich das mit dem Bild dieser Landschaft. Ja. Schreibt in die Kommentare, was euch davon am besten gefallen hat, ob ich noch was spezieller, noch mal genauer zeigen soll. Ich freue mich über Abos, über Likes, wie gesagt, Kommentare besonders, weil das vermisse ich so ein bisschen. Es ist ein bisschen wenig und das macht das nicht ganz so Spaß. Weil ich würde gerne ein bisschen kommunizieren, ein bisschen mit euch unterhalten. Ich mache es über die Foren so teilweise, wo ich die Videos poste. Da gibt es so einige, aber unter den YouTube-Videos schreibt mal mehr, komm, schreibt mal, sagt mir mal was, dass wir da mal ein bisschen diskutieren. Würde mich freuen, wie gesagt, Abo, Like, Kommentar und selbst wenn ihr sagt, gefällt mir, habe ich auch in der Kindheit gehabt, habe ich mir auch gekauft oder ich möchte mehr davon sehen, von den vollständigen Battle Beasts, gibt es Videos, ein paar habe ich schon online, es sind aber auch nur eine Handvoll. Es sind noch weitere in der Produktion sozusagen und ja, das werdet ihr dann sehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Sascha.